Hey, ho, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Wir machen Zeugs. Wir machen Zusatzzeugs. Zusatzzeugs. ZZ. Genau, in anderen Spielen wäre das ein DLC, aber hier nicht. Hier ist es ein komplett neues Spiel, der Final Mix. Wir gehen in den Final Mix Dungeon zuerst. Ja, ich habe entschieden, wir machen das zuerst. Zeugs. Wir sollen da reingehen, hat er gesagt. Genau, Höhle des Gedächtnisses. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr leveln sollt im Final Mix, hier ist ein Top-Punkt. Sofern ihr die Meisterform habt. Ja, da warum? Wird die natürlich geholt. Warum ist das hier ein Top-Punkt zum Leveln? Weil die Viecher hier alle Level 50 sind und alle so viel Erfahrungspunkte geben. Hackt's bei euch? Also geht ihr einfach immer nur wieder in den ersten Raum hier rein und klatscht ihr alle um. Mir ist gerade aufgefallen, man kann nicht landen. Und in der... Ja, kann man nicht. Und in der Meisterform macht man die relativ gut platt. Kiste! Ja, wenn du jetzt noch wüsstest, wie du da dran kommst. Ich bin 3D-Plattformmeister, mein Freund. Ich weiß. Was ist das denn jetzt? Beständige Vision, das ist ein DLC, also ein Final Mix Item. Ich will immer DLC einfach sagen und dann ist gut. Bitte lieb ihn! Geh mal einsetzen! Das habe ich vermisst. Lang nicht mehr gesehen. Genau, wir gehen erstmal hier durch den Dungeon und danach machen wir im... Jungs! Komm rüber! Spring! Ihr schafft das! Ein bisschen Anlauf! Bis der Ente, du kannst fliegen! Und der kann mit seinem Buch eigentlich schweben, das hat er schon öfter gemacht. Das ist wahr. Okay, wo muss ich hin? Da in die Tür? In die Tür. Ninja, bis hierhin waren wir sogar schon mal. Ich weiß es mir schon. Bis hierhin waren wir sogar schon mal. Erinnerst du dich? Weiß es mir schon mal waren. Wir konnten da nicht durch. Genau. Weißt du, ich schweben kann? Ich komme immer noch nicht durch. Kann sein, dass du eine Fähigkeit vergisst. Nee. Das vielleicht? Ja. Was ist das denn? Da kommt Drive-Kugeln raus. Ich glaube, der eigentliche Plan ist, dass du hier mit den Drive-Kugeln durchgehst, aber. Das ist ja völlig. Den Drive-Kugeln durch? Was? Welche Fähigkeit? Ja, mit Drive-Form. Weil die Fähigkeiten ja mit Drive höher sind. Aber. Die sind. Das ist alles ohne Drive. Vielleicht haben die den Final Mix Dungeon entwickelt haben. Nicht mit dem Team zusammengearbeitet, die das Final Mix Movement System gemacht haben, weil das Movement System war im Originalspiel nämlich nicht so, dass du die Fähigkeiten hattest, höher zu springen und so gedöns. Ich hab das dazugelernt. Und vielleicht haben die gedacht, dass man weiterhin nicht in. Dass man diese Fähigkeiten nicht weiter bekommt, nur in dem Drive halt. Anders könnte ich mir nicht vorstellen, wieso sie das nicht verbessert haben. Also nicht. Warum sie das nicht rausgeschmissen haben. Meine Mana leer machen, damit die wieder voll geht, oder? Kannst dich auch einfach heilen. Wie? Kannst dich einfach heilen. Jederzeit. Ja, aber ich kann auch einfach warten, bis sie voll geht, oder? Ja, du musst sie leer machen, damit sie voll geht. Ja, oder du hättest dich geheilt. Mit was denn? Achso, mit wie? Das da? Ja, mit Vigra. Die einfach heilen können. Ach, das macht die Mana auch voll. Macht die Mana auch leer, ja. Macht die Mana sogar leer, wenn sie voll ist. Warte, das macht's nicht. Nein, das macht's nicht leer. Voll ist, macht's leer. Ja, aber meine Frage war nur, ich muss es leer machen, damit es voll geht. Also, ja. Nicht, wie mache ich das leer? Wo bin ich? Was ist das hier? Hä? Oh, hier kommst du noch gar nicht durch. Schade. Ist da oben? Da hoch. Komm noch nicht hoch, richtig? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ich glaube, du kommst da hoch. Ich glaube, du kommst nicht weiter hoch. Ich komme nicht weiter hoch. Vielleicht müssen wir backtracken. Untersuchen. Kommst du nicht durch? Ah, hier komme ich nicht durch. Schade, aber. Hätte das nur schon mal jemand gesagt. Könntest du dich auch jetzt heilen? Ich will mich nicht heilen.
Ich bin doch nicht mal voll geheilt. Ich will mich doch heilen. Das wäre nicht für dich! Danke! Besten Dank. Meinst du, ich muss hier weiter? Ja, du musst da kurz rein. Ich meine, da rein. Kiste. Kiste. Gedächtnisstein. Das sind Crafting-Materialien. Ist das? Ich hatte HP. Vielleicht solltest du die HP versuchen runterzuschlagen. Moment, falscher Knopf. Moment. Achso, du hast Berserker noch drin. Mach mal Berserker raus. das ist ein blauer. Glaube ich. Oder ist es ein grüner? Nein, das ist ein blauer. Ich meine, das ist ein blauer. Wahrscheinlich ist es doch ein grüner. Da ist er. Auflade Berserker. Raus damit! Ja, hier! Ich habe nur gelesen, endlose Kombos, geil! Achso, ja. Weißt du, keine Kombos, Abschluss, Achtung, kein Kombo, du kannst Gegner nicht killen, Achtung, weiß ich. So, sowas wäre vielleicht interessant gewesen. Ja, gib ich hätte das, wenn ich privat gespielt hätte, ich hätte das nie geguckt. Ich hätte nie wieder kapiert, warum funktioniert die Scheiße nicht. Ich bin nur drüber aufgeregt. Kannst du schon wieder reinmachen. Schon wieder? Ja, mehr Kugeln anziehen. Jetzt gleich beide reinmachen. Okay. Machen wir schon mehr rein. Jetzt kannst du da auch einen Abschlussangriff drauf machen. Jawoll! Ja! Jawoll! Abschlussangriff. Dummes Konzept. Ich gebe zu, das Konzept ist tatsächlich ziemlich doof. Frucht sich mal auf den Gegner ein. Nee. Du musst schon eine Kombo machen, sonst stirbt er nicht. Ja. Im echten Leben, 500 Mal mit dem Messer in die Brust gestochen. Hm, stirb ich nicht, du musst schon eine Kombo zu Ende bringen. Starke Attacken drehen die Ventile. Öffne alle drei gleichzeitig. Oh shit. Moment, das funktioniert nicht so nicht, oder? Und das. Doch, funktioniert so. Doch, funktioniert so. Ich dachte, ich muss alle gleichzeitig treffen. Also, nö. Du musst sie nur alle gleichzeitig offen haben. Oh, sieh mal einer an, die Dinger gehen runter. Drei große Schrauben. Ob wir die schon mal gesehen haben? Ist das jetzt Plattform-Gaming hier? Wäre ja lächerlich. Na, ganz blöde Frage. Was? Wozu das da? Ist das nicht der Ausweg? Ja, das ist der Weg zurück in die Anfangshöhle. Okay. Das ist einfach ein kleiner Shortcut. Ja, quasi. Die Tür passt auch gar nicht hier rein. Doch, die passt. Vertrau mir. Okay. Oh, guck mal, jetzt gibt's hier Pistons. Wie in Minecraft. Kann man nicht vernünftige Geräusche machen? Wie in Minecraft. Ich muss wohl den Hurricane mitnehmen. Musst du nicht. Du kannst. Das war nicht der richtige Knopf. Was macht ein Freudenstein? Ist das Crafting-Zeug, oder? Das ist Crafting-Zeug. Oh, da über uns ist ein Piston, der aus der Wand kommt. Ist richtig. Ich verstehe auch bis heute noch nicht, warum die Pistons an einem so kleinen, in Minecraft meine ich jetzt, an einem so kleinen Pinüppel rauskommen und nicht wie da jetzt in so einem riesen Ding. Was da erfolgreich. Hervorragend. Mir runtergefallen. So ein riesen Block einfach sich rausschiebt. Und wusch! Der hört irgendwann automatisch auf. Wusstest du das? Ich nicht. Schon dran gedacht. Wir werden nicht alle Puzzleteile sammeln, aber ich nehme die trotzdem mit. Ich kann das nicht. Die Puzzleteile sind nicht so schwer tatsächlich. Ja.
Also wir können gucken, wer ich uns da noch fehlen, und dann könnt ihr sagen, wo sie sind. Ja, aber ich puzzeln, Tommy. Wir müssen dann noch puzzeln. Da ist auch noch eins. Ich hab's gesehen. Und da ist noch eine nice Kiste. Zwei Kisten drauf. Da ist noch eine Karte, oder? Ja, das ist das Kanalkonzept. Natürlich ist das Karte. Das Kanalkonzept. Ordentlich spielen Spiele. Und wenn es Multiplayer-Spiele sind, trollen sich bei Spielen. Würden wir nie tun. Das ist kein Scheiß, wie wir würden uns. Ja. Wir würden uns nie gegenseitig in den Tod stürzen. Wo denn? Kurze Auszeit. Bei Borderlands haben wir das als Menschen sehr gerne gemacht. Ja, vor unserer Aufnahmezeit. Haben wir uns im Let's Play schon irgendwo gut genug getrollt? Noch eine Karte. Noch eine Karte, ja! Spät. Was? Kraftbolzen, der erhöht deine Angriffskraft. Wie nur im Hauptmenü anzuwählen. Das ist wie ein Abilitatamin. Also hier. Das erhöht permanent. Ja, genau, Inability. So. Nee. Items. Cool. Wir hatten so ein Ding schon mal, oder? Ja. Wir hatten auch schon Abilitatamins. Das weiß ich. Ich kann mich an den Namen immer noch erinnern. Ja, es ist einfach wieder die Drive-Kugel-Aufbildung und... Das ist halt Bullshit. Das war richtig so, du willst oder? Nicht darunter. Warum? Was ist da unten? Der Weg zurück. Oh. Nicht schlagen, du Idiot! Jetzt mal die richtige Taste gedrückt. Dummy, springen ist unten, fliegen ist X. Oben. Versuch mal da zwischendrin nicht A zu drücken. Bei mir ist es links und rechts die beiden Tasten, also. Ich weiß, das ist eine komische Kontrolle. Was will ich sagen? Der Spiel ist nicht auf den Nintendo-Controller ausgelegt. Wie spielst du das Spiel auf dem Nintendo? Auf dem Switch? Gibt's die auf der Switch? Ja, kannst es dir auf der. Also auf der Switch kannst du spielen. Ich weiß aber gerade nicht, ob das auf der Switch nativ läuft oder ob das auf der Switch gespielt wird. Ich glaube, die Steuerung ist genauso wie bei dir. Okay, ja, das war nie für die Nintendo-Konsolen oder auch nur für die Xbox-Konsolen gedacht. Ja, man könnte ja allgemein Steuerung einbauen. Nein, das ist ja. Hm? Nein, ich meine, ja. Dass du es ändern kannst. Achso, ja, das wäre sinnvoll. Aber das war zu dem Zeitpunkt, von dem, wo das Spiel rauskam, nicht in Mode. Du meinst, das ist der feine Remix? Ja, zum Zeitpunkt von Remix hätte man es machen können, tatsächlich. Ich meine, ich rede nicht, ja, was damals rauskam, dann. Nee. Da macht man aber sowas nicht gemacht. Ja, aber das hätte wahrscheinlich wieder zu viel, was weiß ich, beansprucht und dann wäre das wieder. Nee. Was machen. Sowas machen wir hier nicht. Ja, den neuen Spiel sollte man sowas immer einbauen. Ja. Man weiß nie, was Controller mit was Controller zu treiben in manchen PCs. Ja, und Windows ist doch sowieso ganz groß, was Belebungen angeht. Das sollte man immer darauf achten, dass man das macht. Oh, das war sogar Freudentropfen. Gut, dass wir beide auf den Freudentropfen anspielen wollten. Du auch? Ja. Und auch gerade. Was du musst mit Freundentruppen sagen. Soll mich das hier im Kampf behindern? Ja. Aber ich kämpfe 90% Zeit in der Luft. Achso, das ist jetzt auch gerade nur so, dass, guck mal, es gibt jetzt Plattformen, die sich bewegen. Mag ich nicht. Ich finde das Konzept auch seltsam, dass es Sachen gibt, die sich bewegen. Sie sollten einfach alle starr bleiben. Hörst du da oben nicht? Starr bleiben! Ja, so ist besser.
Denn wenn er tot ist, bewegt er sich nicht mehr. Dann kannst du mir auch mal spielen. Du kannst dich an den Plattformen natürlich nicht festhalten, weil die bewegen sich ja. Natürlich. Wie soll das gehen? Ja, du bist Goofy, du bist kein Gegner. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich Goofy noch nie angegriffen habe. Ja, verstehe, weil man guckt ihn dir an. Oh mein Gott. Die Akasha-Chroniken. Oh mein Gott, habe ich es bekommen. Oh mein Gott, Goofy! Mit der sich die MP. Es hat einfach nur eine bessere MP. Das ist so enttäuschend. Wieder auf schwarz. Aber sieht cool aus. Und es ist schwarz, das ist halt so 90% cooler. Ja, lila ist schon eine coole Sache. Farbe, du kannst ja lila nicht schlecht reden, wenn wir auf 2 drus sind. Doch, kann ich. Das ist sonst ja der Kanalfarbe. Ich meine, ja, in Kombination mit schwarz. Farbe? Ich wollte gerade sagen, welche Farbe haben wir noch in unserem Logo? Weiß. Und schwarz. So viele Farben. Ja, 3 sind genug. Deine Lieblingsfarbe? Grün. Ich finde schön, dass keine unserer Lieblingsfarben in unser Kanalbanner ist. Ey. Lila ist mindestens in den Top 3. Ja, lila ist stark. Lila ist stark. Eigentlich kennst du mal Minecraft-Skin, du solltest wissen, welche. Also, Minecraft-Skin hat ein grünes Farb. Meine Fresse, könnte man in Sekunden nichts machen? Hast du gesehen, wo dich jetzt die Fließbänder nerven sollen? Mich nerven die Gegner. In Kombination mit den Fließbändern. Geht so. Hauptsächlich, dass ich einfach nicht zum Gegner komme. Weil die ganze Zeit schießen. Non-stop. Ja. Ist halt ein DLC-Dungeon. Und ja, auf die Idee kommen können, ich gib's zu. Ich meine, das war früher halt so Standard irgendwie. Hey, hier ist ein DLC, mehr von dem Spiel, aber das mehr von dem Spiel willst du eigentlich gar nicht spielen. Nein, es gibt gute DLC-Spiele. Weil du musst dann in irgendwelche komischen gemalten Welten rein und da sind alle Gegner Shit und der Endboss droppt dir nur irgendeine Scheiße und oh mein Gott, eigentlich fucking Gegner da oben, um DLC zu gehen. Ich mag die gemalte Welt. Ich hasse das Mystery. Ja, die Arme ist voll schön. Das ist voll die geile Stimmung da drin, so entspannt und ruhig. Ja, und die Gegner sind alle nicht an. Ha? Und die Gegner sind alle shit. Nee, überhaupt nicht. Nur die Giftgegner sind shit. Ehrlich gesagt erinnere ich mich an die gemalte Welt kaum. Es sind nur diese Gegner, die Gift machen, das sind nicht super shit. Das sind ja nicht die ganzen Holz. Was ist das denn? Dann diese ganzen Holzräder. Holz? Ach so, im Brunnen, ja gut. Unten im Brunnen. Ja, der Brunnen ist halt shit, aber der Rest. Ja, genau, das ist eins, woran ich mich erinnere tatsächlich. Und natürlich an das Mischwesen Priscilla. Und an den Giftdrachen. Ist halt ein Gimmick-Boss. Gimmick-Boss ist immer nervig. Giftdrachen, also der Giftdrache war auch nervig. Den musst du ja nicht bekämpfen. Der ist nicht schwer. Hm? Kannst du auch ignorieren. Priscilla musst du auch nicht bekämpfen. Du kannst einfach dran vorbeigehen und. Ich will eigentlich nur, dass du abhaust. Ja, aber kann die nicht wenigstens was Gutes droppen, wenn ich sie schon nicht bekämpfen soll? Du kriegst eine gute Waffe. Aber die Waffe nicht shit? Die Waffe ist ganz cool, oder nicht? Also, ihr Schweif meine ich. Ich den Schweif abhauen. Ja, das meine ich. Stimmt, wenn du sie nur killst, kriegst du keine Waffe. Dann kriegst du die Seele von ihr. Sie ist ein Mischwesen, ich glaube, sie hat beides. Ja. Yeah. Übrigens, ach, Konzept von Körperteilen von Drachen abhauen und Waffen bekommen. Ja, sollte zurückkommen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, warum das keine Sache ist. Das sind dumme Dagger. Ja. Das ist eine scheiß Geschicklichkeitswaffe, die aus null Schaden macht. Aber die konnte irgendwas Spezielles, was ich weiß. Sag mal, wieso spawnt hier so viel? DLC-Dungeon. Ich will nicht.
Ich bin jetzt seit, was, wie viele Minuten an dieser Stelle? Weiß ich nicht. Kannst du bitte da... Ach ja, nur kannst du die Sense rausmachen. Aus der Seele. Ah ja, Sense, ne, genau. Ich hab die nie benutzt. Ich glaube, die ist ganz gut. Aber es ist halt auch eine Geschicklichkeits- und Stärkewaffe, so eine Mischwaffe. Natürlich. Deswegen habe ich sie nie benutzt. Ja, nee. Ich habe Priscilla auch definitiv genau so aufgemacht, wie ich musste. Ich auch. Zweimal vielleicht. Ich glaube, zweimal, als ich viel zu stark war. ich wollte gerade sagen, also bei dem einen Mal war es im Let's Play und bei dem anderen Mal hatte ich eine schwarze oder helle Bade auf plus 5 und habe die mal eben kurz aus dem Leben geschnetzelt. Ja, ich wollte ihre Seele haben, damit ich scheiß Waffen machen konnte. Rüberfliegen. Vielleicht. Nein, zurück. Ja. Also du willst übrigens nicht runterfallen. Ja. Sag das so doch. Soll ich später, muss ich später springen? Dann muss ich später springen. Du wirst das schon schaffen. Sora, ist das dein Scheiß Ernst? Bist du schon so riesig? Kommst du trotzdem nicht an das Puzzleteil? Banjo kann das besser. Was? Hast du es jetzt echt nicht gekriegt? Ich bin durchgeflogen! Hundertprozentig ist er da durchgeflogen. Was ist denn hier? Ach, was soll das denn jetzt? Wir sind zurück. Wo war das Loch? Wir sind zurück. In der Mitte von dem Ding. Warum ist überhaupt ein Loch? Damit ich einen Shortcut habe oder was? Wer will das? Kannst du einfach rauswarpen, wenn du raus willst. Bin ich da runtergefallen? Nee, du bist da runtergefallen. Nein, das ist einfach nur ein Loch, damit du abgefuckter werden kannst. Warum geht das nicht? Eigentlich geht das. Eigentlich kannst du in eins durchfliegen. Ja, muss ich doch also zweimal springen direkt. Nee. Nee! Wieso auch immer eigentlich. Also, ich denke, es ist genau so gemacht, damit das nicht geht. Okay, jetzt, okay. Oh, endlich können wir weitergehen. Ah, Ruf ins Gedächtnis. Ich ruf dir gleich ins Gedächtnis. Ich weiß nicht, was ich damit aussagen wollte, aber ich wollte es einfach gesagt haben. Das ist okay, ist okay. Wir haben wieder drei mehr. Ich verstehe das. Das! Genau, das klingt noch ein Plan. Ich kann gar nichts reinmachen, oder? Ein Feuerboost. Heldenboost. Pias. Ja, immer rein. Warum nicht? Ich meine, mehr Mana ist mehr Mana ist mehr Mana. Ist das Wasser nach oben? Vielleicht fällt auch der Raum durchs Wasser. Ach nee. Vielleicht fällt. Ich glaube nicht, dass das eine zweite Option ist. Wo wird so ein schickes Buch? Ja, ist neu. Ich finde Bücher als Waffen sind sowieso immer cool. Mist. Nein. Ich auch nicht. Weißt du, was noch dümmer wäre als ein Buch als Waffe? Wenn du ein Schwert aus dem fucking Buch ziehen würdest.
Oder ein Schlüsselschwert. Nee, ein Schlüsselschwert ist absolut cool. Kannst du mal ganz kurz... Ach, leck mich, Donald! Was ist hier, was dieser Scheiß-Typ gemacht hat? Wird sie gesprengt. Oder meinst du Donald? Warum machen die so viel Schaden? Ich glaube, das habe ich am Anfang von dem Part erwähnt, dass hier alle Viecher Level 50 sind und so viel Schaden machen. Und so viel Erfahrungspunkte geben. Aber ich kann dich beruhigen, das ist quasi fast der letzte Kampf. Toll. Beruhigend, oder? Ja, ich glaube. Ich freue mich schon auf den letzten. Weißt du, wenn Soda einfach in der Luft bleiben würde, hätte er keine Probleme. Wenn man halt zwischendurch lang, damit er wieder Luft kommt, was machen kann. Soll er nicht. Einfach da oben bleiben. Solange er da oben ist, ist alles gut. Kein Problem. Sobald er unten ist, siehst du, sobald er unten ist, alle Probleme. Ja. Drive gehen? Soll ich Drive, soll ich nicht jetzt machen, oder? Ich würde noch mindestens die Mauer abwarten, die nächste dann vielleicht. Was? Was? Komm mal, Donut, kannst du mal? Wieder. Was war das nochmal? Sind wir, kommst du gesehen? Ja. Gut hingekriegt. Aber ich kann nicht beruhigen, die Viecher haben nicht nur unendlich viel Schaden, sondern die haben auch viel Leben. Ja, ich merke schon, wie spaßig das ist. Nein, der kann keiner helfen. Frag Donald, der kann das. Ja, ich weiß, der liegt davon. Fuck, Donald, der kann das. Donald sitzt am Boden. Mir ist gar nicht gut. Ja, hättest du dich mal selber geheilt, statt mir, wo ich mich schon selber geheilt habe. Oh, jo! Ich will nicht mehr A drücken. Oh, Donald lebt wieder! Es nimmt überhaupt nicht das Tempo raus! Aber es ist stark! Das macht so viel Schaden! Ja, ich hab's gesehen! Vor allem trifft das auch alle, die da neben stehen. Ja, ich hab's gesehen. Das ist halt super stark. Ja, Donald, wer ist jetzt? Heilung? Ja, dachte ich mir. Hier geht's gar nicht gut. Da, Donald. Goofy, ich bin dein Kumpel, der macht nichts. Und wenn er es macht, macht es falsch. Oh, da kommt sicher nicht noch ein Kampf. Gleich um die Ecke hier. Oh, guck mal nach. Richtig, jetzt. Ganz im Drive gehen, wenn du willst. Was ist die Scheiße wieder? Ja, alle, niemanden, die wir sehen, basieren auf irgendwelchen, niemanden? Organisation 13 Mitgliedern. Das sind doch niemanden. Außer die Dämmerlinge. Das sind Herzlose, oder? Die Schwarzen. Ja. Da meinst du die Wabbeldinger? Die Wabbeldinger. Kann ich nicht. Donald ist tot. Einmal was richtig machen. Dann nimmst du den Berserker. Ja, das funktioniert dann wieder nicht. Ah, hier funktioniert. Was? Aufs Kreis. Achso. Jetzt geht's richtig auf Null. Erfahrungsgemäß. Ich hasse diese Minispiele. Die funktionieren nie. Damit meine ich, ich denke nicht schnell genug. Ja, du musst, musst wissen, was du machen musst und du musst... Ja, aber das wird nicht mal erklärt, was du machen musst. Ja. Nicht einmal! Hier, kriegst du die Fresse mit der Karte, ja.
Ich auf die Fresse, sagt er. Ich habe nur zweimal auf die Fresse bekommen. Ja, da fangst du ein bisschen auf. Gute Fresse. Drive! Ach nee. Ja. Ich hab doch! Ich drück nie wieder Y hier. Warum ist das Y-Ding? Außer wenn du liest, dass es Berserker ist. Nee, nie wieder. Und wenn dein Schwert dann neben dir steckt. Find ich schön, dass sie mich ignorieren. Das finde ich ja nett von denen. Ja, kommt. Warum das Gemiss krieg ich da immer viel Schaden drin? Gar nicht. Oh nein, jetzt macht er was. Was war das? Ja, jetzt darf ich wieder angreifen. Nein! Was? Was? Oh, warte, du musst, glaube ich, bei Kreis A drücken. Das ist das dümmste Feature. Wenn du dich erinnerst, war der Boss auch scheiße. Ha? Ja, das geht viel zu lange. Wenn du dich erinnerst, war der Boss auch scheiße. Ja, der Boss ging eigentlich. Ja, aber der war auch nervig. Ja, ich drücke keine Option mehr. Deswegen werden nicht mehr auf die Taste gehen jetzt. Außer die Gegner sind nicht mehr da. Also das machen sie bei mir, wenn ich in der Karte bin. Ich bitte auf den Karten reingehen. Dankeschön. So, ich kann wieder Y drücken. Natürlich, die Schwerter, die spawnen. Das ist ein Spy. Ja, der ist eh auch tot. Nicht ins Drive. Die sind eh gleich tot. Ich verstehe diesen Gegner übrigens nicht. Einmal ist er da gewesen und ich habe ihn einfach direkt zerstört. Und manchmal leben die einfach ewig und werfen. Ja, das kommt drauf an, wo sie sind. Was meinst du? Ja, ja, raff dich auf. Nee. Ja, wie gesagt, hier sind die Gegner alle das höchstmögliche Level. Ja, ich meine, der. Okay, also, es geht übrigens weiter. Geh ins Drive, sobald ich tot bin. Und in anderen Welten. Deswegen geht man ja nach Möglichkeit auch nicht zum Baumleveln in die hohen Welten, sondern in die möglichst niedrigen Welten. Was scheiße hier eigentlich? Der fliegt gerade überhaupt irgendjemanden? Ja, jetzt. Solange du Kraft fliegt, wegwirst, triffst du auch irgendjemanden. So ein guter Angriff. Ja, dann macht er das. Ja, dann kannst du dich heilen in der Form. So, ich denke das. Ja, die Überform. Kannst du in der Meisterform auch. Du hast noch nicht mal ein anderes Schwert reingepackt, da fällt mir noch den. Das Standardschwert drin? Ich weiß es nicht. Ich sehe es doch! Vielleicht hättest du da mal, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich werde XY reinpacken können. Ich muss zugeben, das erste, was ich denke, ich eine neue Verwandlung habe, ist nicht Schwert ändern. Doch, da bin ich schon. Nee, ist nicht. Ich krieg mich daran, dass ich nie mal mehr wusste, dass man das machen kann. Ja, ich gebe zu, ich habe dich auch sehr viel davon abgehalten, random irgendwelche scheiß Schwerter reinzuschmeißen. Ich hab's auch nie versucht. Ja, doch, am Anfang hast du versucht, jedes Schwert reinzuschmeißen, was ging. So. Oh nee. Donald. Okay. Donald hat kein Mana, Donald ist tot. Heil dich! Ja, würde ich gern, aber. Eigentlich solltest du dich immer heilen können. Nein, so das ist eigentlich eine Ability dafür, dass. Okay. Eigentlich ist eine Ability dafür, dass. Nach Möglichkeit immer geht. Das ist so arschnervig. Ja, und nur diese Würfel nebenbei.
soll ich jetzt eigentlich machen? Im Zweifel gehst du in die Limitform, aber... Meinst du die Heldenform? Ich fand eigentlich die Limitform, aber egal. Ich wusste, ob du nicht reinkommst. Nee. Was ist das jetzt wieder? Alter, diese Gegner, was sollen die? Ja, die sind sehr nervig, gib's zu. Die sind scheiße, sind nervig. Nervig. Ja, dann sterben wir euch. Na. Wie willst du laden? Ich wollte Spiel beenden. Und so. Wo bin ich jetzt? Nach dem ersten Kampf. Das hat jetzt 20 Minuten gedauert oder so. Ja, der Kampf, also der Dungeon geht echt, also dauert echt lange. Also besonders die Kämpferin. Leck mich doch am Arsch. Hey! Ich glaube, mir wurde angegriffen. Ja. Naja, ich wollte hier was machen. Ich hab das Schwert schnell. Aua. Was? Ich weiß nicht, was das war. Irgendein Fliegenviech oder so? Keine Ahnung. Wie ging das? Ja, das? Hier habe ich das Schwert gewechselt. Auf Items. Und dann da und dann hast du da ganz unten. Also ja. Da hast du dann. Ja, ja, was ist. Was will der jetzt haben? Irgendwas mit viel Angriff. Also nicht Möwenflügel. Das zum Beispiel. Jo, der da. Gut, gut, gut. Haben wir es jetzt hier? Hm. Bin ich raus zurück. Boah, was ist denn das? Was ist denn das für ein Vieh hier? Käfer? Irgendwie Vieh finde ich jetzt durch die Gegend und... Will ich auch nicht setzen hier? Sind das die weg? Ich bleibe einfach draufhauen. Ja, das soll jetzt mal sitzen bleiben irgendwo. Weiß das Viech denn nicht, dass wir gerade am Aufnehmen sind? Offensichtlich nicht. Das geht ja mal gar nicht, sowas. Also mach ich nicht, also. Das kann mich doch nicht einfach beißen, das Ding. Vielleicht hat er es auch gestochen. Vielleicht hat er es auch gestochen. Ich hinterlasse Kürbisse, wenn ich zuschlag! Ja. Was sind das denn jetzt wieder für Gegner? Nee, nee, nee. Zwei, kannst du mal... Dummy. Ja. Soll man gegen Grab-Angriffe machen? Nichts. Ach so, genauso scheiße wie in Dark Souls. Genauso scheiße wie in Dark Souls. Ich bin gerade in Bildung nicht, die man darauf kriegt. Ich bin wirklich für jeden einzelnen Kampf eine Kleinigkeit und am Ende kriegst du irgendwas absolut Nebensächliches. Ja, wir haben ja nicht mehr. Wenn du
Wenn du 100% in Kingdom Hearts machst, kriegst du eine goldene Krone. Auf Steam? Nee, auf Sora's Kopf. Weil der im Charakter? Am Charakter. Beim Rumlaufen? Beim Rumlaufen. Immer. Cool. Also immer. Das ist echt ganz cool. Also auch beim Kämpfen und alles. In Cutscenes. Ja, das ist ganz cool, wie gesagt. Da kannst du den Endboss dann nochmal machen, dann ist die goldene Krone auch auf dem Charakter in der Cutscene. Ja, ich denke, das ist cool, aber an dem Punkt müsste ich spielen nochmal spielen, denke ich. Glaube ich. Nee, nicht unbedingt. Ja, dann hast du erstmal genug. Dann hast du auch mit Sicherheit 100 Stunden ins Spiel gesteckt. Ich hab viel Spaß dabei. Danke. Werde ich haben. Ich bin Sonntag live. Oder so, keine Ahnung. Wenn ich Sonntag live bin, dann könnt ihr euch die Aufnahme davon angucken. Ist wie schon draußen? Steam, ja. Macht ihr das mal. Ich mag nur eine Instanz in Videospielen, das sind das aus 3. Ich will das nicht. Nein, ich will das nicht. Nein, nicht Abstand halten. Mindestens 2 Meter. Ja, bleib, was macht das da? Vielleicht beißt es mich wie eine Fliege. Fangst dich nicht so viel? Die Fliege hat mich aber auch gerade fast umhergeworfen. Dann ist es noch nicht vorbei. Weil wir jeden Gegner 10-mal brauchen. Hm? Weil wir jeden Gegner 10-mal brauchen. Tut zwei Beine. Die Hand weh. Gut, während das ja noch scheinbar noch 10 Minuten dauert, wie fandet ihr denn die 13-Fragen-Folge, in der es um Männer ging? Wenn wir das Thema anfangen sollten. Wieso, wir sind betroffen? Also, ich als doch recht traditioneller Mann und du als... Absolut traditioneller Mann. Absolut traditioneller Mann mit Rock. Nein, du bist ein absolut traditioneller Mann. Achso, ja, genau. Entschuldigung, ich laste alle Bürden auf mich, krieg dann Depressionen und will dann von der Brücke springen wie der normale Mensch. Also Mann. Mann. Solltet ihr solche Gedanken haben, springt nicht von der Brücke, ruft die Telefonseelsorge an. Ja. Die Nummer ist die 0800 3x die 1 0 3x die 1. Ist sie das? Ist sie? Oh, okay. Ich habe die gerade zufällig die Videobeschreibung von Andy und Bailey offen und da steht sie drin. Oh lol. Also ich habe die Videobeschreibung von Andy und Lele als Kurznotiz vom PC. Ja, verstehe schon. So sollte man das. Ja, die Zuschauer vielleicht nicht. Weiß ich nicht. Im Endeffekt ist Diskussion ziemlich simpel. Mach was ihr wollt. Ja, genau. Ihr könnt frei sein, so viel ihr wollt, solange eure Freiheit nicht bedeutet, dass ich auf die Fresse bekomme. Ja. Ist mir doch egal, ob ihr als meiner große starke Typ sein wollt oder nicht. Ja. Bitte so. Mir doch egal, ob du als Frau einen großen starken Typen haben willst oder nicht. Was ist das denn? Diese Gegner sind so unfair! Ja, sind sie.
Also die sind tatsächlich relativ easy zu bekämpfen, wenn man Magie benutzt, aber werde ich jetzt nicht im letzten Part erklären. Ich habe keine Magie. Ich bin damit beschäftigt, mich zu heilen. Ah. Okay. Jetzt fest, ich bin fast gestorben. Ja, ich hab's gesehen. Jetzt, sind die hin? Ich glaube, er ist gestorben. Von was? Ich hab mich angegriffen. Du bist in der Überform. Du greifst an, wenn du dich bewegst. Natürlich. Oh, dieses Viech geht mir auf die Nerven. Ja, verstehe ich. Oh mein Gott, ich will nicht mehr gegen diese Gegner, kämpfen. Keine Angst, gleich ist es vorbei. Ich bin so auf den Keks. Ja, das ist der schlimmste Gegner. Wie gesagt, das sind halt auch echt nur Gegner, die du mit Magie bekämpfen solltest. Kann ich ja nicht. Na, in Anführungsstrichen. Kein Leben dafür. Kann ich mal dahin gehen? Alternativ kannst du dir auch eine traditionelle Frau suchen. Genauso einfach. Nee, nee, eine traditionelle Frau will ja auch einen traditionellen Mann. Ach so. Ich dachte dir, das ist alles nicht nötig. Hm? Ich dachte dir, das ist alles nicht nötig. Wie? Weil traditionelle Frau ist doch Haushalt machen. Ja, ja. War das nicht so, dass dir alles Mögliche nicht nötig hat? Herzlich willkommen in der Welt der Datenkonstrukte. Will ich noch eine Computerwelt? Nee, das ist tatsächlich alles. Also noch nicht ganz. Was? Das ist quasi alles. Was alles? Du kannst jetzt mit dem Computer sprechen und dann ploppen Dinge auf und dann. Kann ich dir sagen, was hinter was hinter welcher Tür ist und dann. Ja. Aktivieren. Aktivieren. Wie die Kamera in meinem Verlobungsring. Guck, da ist eine Tür. In deinem Verlobungsring. Hab ich eine Kamera in deinem Ring. Damit ich meine Frau besser überwachen kann. Die Kamera in deinem Ring. Ja. In ihrem Ring. Okay, du siehst, da sind jetzt ein paar Lücken drin zwischen. Mhm. Das sind die Bosse, die wir noch nicht gemacht haben. Also was heißt die Bosse? Also die Organisation 13 Mitglieder, die wir noch nicht gemacht haben. Ansonsten sind das alles die Bosse der Organisation 13. Nochmal. Nochmal. Nur stärker. Bedeutend. Da können wir wieder gehen. Ja. So wie das erstmal auch reagiert. Das bin ich. Oh, ist ein Hintereingang. Hinterm Wasserfall. Wir hätten damit rechnen können. Das ist kein Wasserfall. Das ist mehr so eine durch. Das ist eine scheinbare Wand. Scheinbare Wand, genau. Das ist noch eine Kiste. Was? Da ist noch eine Kiste. Oh. Es ist. Das ist schon. Ein wirklich sehr schlechtes DLC. Naja, gut. Es war ja nicht wirklich ein DLC. Okay, das ist schon ein wirklich sehr schlechter Zusatzcontent. Ja, den Punkt gebe ich dir. Sie haben den Punkt den Elden Ring Move. Wir recyceln einfach jeden Bosskampf. 500 Mal! Hier jetzt nur zweimal. Ich wollte gerade sagen, hier ist jetzt aber nur zweimal. Nur schlechter. Und weil die wenig. Und wenigstens ist der. Sind die Bosse optional? Elden Ring auch viele. Und wenigstens sind die Bosse tatsächlich vom Schadens, also vom Stärkeunterschied,
unterschiedlich. Ein Elden Ring auch. Nee, wenn du den ersten davon gut kannst, kannst du auch die anderen machen. Ja, stimmt wohl. Übrigens in DLC gibt es auch wieder recycelte Bosse im Spiel. Oh, ich hoffe, es gibt wieder, wie ist er, Margret? Morg? Nein, das nicht, aber kennst du dieses komische Gewürm, was auf die, dieses Riesending, was auf, so super ekelhaft aussieht? Weiß ich nicht mehr. Der ist wieder da, nur in giftig. Oh. Dementsprechend halt auch nicht so schwer, weil man kennt ihn halt. Gut, okay, dann würde ich sagen, was das mit dem Bonus Dungeon, die Bosse werden wir nicht machen. Das tue ich wirklich nicht an. Ich werde das nicht machen. Das tut er sich nicht an. Nee, ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Es war einfach nur A drücken. Tut meine Hand weh. Ja, buhu. Ja. Und im nächsten Part gucken wir uns den verweilenden Willen und einen anderen Boss an. Also zuerst einen anderen Boss und danach den verweilenden Willen. Dann haben wir es geschafft. Und danach hat wirklich es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Also den einen Boss hätte ich ganz gerne, dass du ihn besiegst. Nee. Und der verweilende Wille ist mir egal. Den habe ich auch nur zweimal besiegt. Ja, was ich noch so besiegen werde, werden wir wohl im nächsten Part sehen. Ja, das ist klare Sache. Ah, wir sind hier. Ja. Speier die Scheiße. Ich werde es nicht nochmal machen. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Part war wahrscheinlich arschlangweilig, aber hey, bis zum nächsten Part. Ciao. Tschüss.